So, hallo Ruben und Frank. Du bist Ruben, du bist Frank. Genau, ja. Und ihr seid aus Lüneburg gekommen für den Symphony Summit hier und habt an die Workshops teilgenommen. Könnt ihr mir vielleicht euch vorstellen und sagen, warum ihr Symphony einsetzt? Fangen wir mit Frank an. Ja, hallo, ich bin nochmal der Frank. Wir setzen auf Symphony, weil es ein Framework ist, was uns A, sehr viel Arbeit abnimmt und B, wo auch eine sehr lebendige Community hinter ist, wo wir Plugins finden, wo wir einfach die alltäglichen Probleme auf sehr schnell einfach lösen können. Und ja, wie siehst du das, Ruben? Und du? Ja, ich bin nochmal Ruben. also es ist halt schon sehr flexibel, dass man halt mit, also vor allem jetzt bei Symphony 2 mit den Bundles, dass man die gut nutzen kann. Halt gibt super viele mittlerweile, also mehrere tausend, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Und gibt halt für jede Kleinigkeit gibt es da etwas. Ja. Und ist. Okay. Also, du hast Plugins gesagt, du hast Bundles gesagt, ist das das Gleiche? Oder? Plugins ist halt Symphony 1 und Bundles, darauf basiert eben Symphony 2. Okay, und genau. Wir sind hier, um Symphony 2 zu lernen. Ganz genau. Also nicht ich, sondern wir. Genau, wie beide. Okay. Und gibt es einen großen Unterschied zwischen Symphony 1 und Symphony 2? Technisch gesehen ja. Symphony 2 hat eigentlich im Grunde genommen nichts mehr mit Symphony 1 zu tun. Das basiert auf einer ganz anderen Herangehensweise. Sprich, Symphony 2 ist alles in Bundles geteilt. Selbst Symphony selber ist ein Bundle. Und Symphony 1 war halt im Grunde genommen, es gab Plugins, was ansatzweise vergleichbar ist mit den Bundles. Jedoch machen viele Plugins Symphony 1 relativ langsam. Und Symphony selber war eben das Framework und kein Plugin, sondern es war einfach da gewesen. Und okay. Und das ist alles Open Source, das heißt, jeder kann sich daran bedienen. Ruben, schreibst du auch an, also bist du Teil der Community, schreibst du auch an die Bundles? Na, Community oder? Nicht, nee. Okay. Aber weil ich nutze Symphony, also zumindest das Einser jetzt sehr viel zurzeit an einem Projekt. Und habe mir Symphony 2 auch schon mal angeguckt, bisschen mehr, schon dieses Tutorial, was es online gibt, durchforstet und wollte mir aber jetzt nochmal auf Deutsch auch nochmal ein Bild machen und nochmal mehr Informationen auf jeden Fall hier holen. Okay. Und es hilft auch echt tierisch viel, hier jetzt auch nochmal mit Leuten zu reden, die schon damit programmieren. Mhm. Also, und gibt es bestimmte Projekte, die sich besonders für Symphony eignen, also, oder besonders für PHP eignen? Oder ist es alles? Kann Symphony alles? Es könnte theoretisch alles, ja. Also möglich ist, kannst du wirklich alles damit machen. Ja. Also man muss nur halt wissen, wie und die ganzen Tricks wissen. Ja. Also wir nutzen das ja für einige Projekte, also Tourismusseiten. Und nutzen tun wir es eigentlich erst da, wo es dann wirklich spezielle Anwendungen werden. Also nicht irgendwie so eine normale Homepage, dass da, wo man Informationen einfach reinschreibt, sondern dann, wenn da auch wirklich viel Logik hintersteckt. Also viel spezielle Logik. Ja. Dafür ist das wirklich wunderbar. Und eine letzte Frage, bevor ich euch gehen lasse. wenn man an die Grenzen von Symphony stoßt, wenn es kein Bundle gibt, das die Anforderungen erfüllt, die man braucht, oder wenn es einfach das nicht kann, was man machen will, was macht man dann? Also schreibt man selber ein Bundle oder? Ja, in dem Moment ist halt wirklich Handarbeit, alles wirklich alles selber machen, ganz speziell für seinen Fall dann. Selten passen diese denn für die Community, dass sie jeder benutzen kann, aber man sieht immer zu, dass es so passt. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank und viel Spaß noch in den Workshops. Danke.